Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut. Dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Nein, gerade nicht. Später vielleicht. Keine Zeit. Du bist doch einer der Neuzugänge, richtig? Ist das so offensichtlich? Ach, ich bin auch erst seit kurzem hier. Ich habe genauso aus der Wäsche geguckt wie du. Mit den Kräften am Ende und halb tot, als ich endlich die Befestigungsmauern erreicht habe. Hätte gerne mehr als nur einen Holzknüppel gehabt, um mich zu verteidigen. Warst du da draußen auf dich allein gestellt? Sind es nicht alle freien Menschen? Von einem Tag auf den anderen kann dein bester Freund dein ärgster Feind werden. Jedenfalls kann ich froh sein, dass sie mich aufgenommen haben. Sah ziemlich mitgenommen und nicht gerade vertrauenserweckend aus. Aber der Schutz kam zu einem Preis. Meine Sicherheit für ein Gesetz, das mehr Einschränkungen als Freiheiten auferlegt. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen Sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Und wo wir dabei sind, hier. Du siehst so aus, als könntest du ein gutes Stück vertragen. Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Man mag kaum glauben, wie viel Arbeit hier anfällt. Hier kann man keine Maschine hinstellen, die einem die Arbeit abnimmt. Alles wird per Hand gemacht. Gut für die Muskeln, schlecht für den Geist. Dabei wäre es für alle das Beste, wenn man sich mit den Klerikern verbündet. Stattdessen werden alle mundtot gemacht, die auch nur daran denken. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine.
Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Später vielleicht. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich. Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich wurde von meinen eigenen Leuten hingerichtet. Ha, du willst eine Exekution der Alps überlebt haben? Selbst wenn das stimmt, dann bist du geradewegs in die Höhle des Löwen marschiert. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers, und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Keine Zeit.
Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Ich brauche eine bessere Rüstung. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Rüstungen gibt es nur bei unserem Rüstschmied. Allerdings nur für diejenigen, die sich uns angeschlossen haben. Die meisten wollen natürlich gleich den Panzer eines Erzberserkers tragen. Aber der kostet. Ich meine damit nicht unbedingt Elexit. Man muss auch einiges für die Gemeinschaft getan haben. Das heißt? Wenn du dich uns anschließt, wirst du dich vom Setzer an hocharbeiten müssen. Ich würde es begrüßen. Schließlich ist Arbeit auf mehreren Händen besser verteilt als auf wenigen. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist... Sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Lass das lieber bleiben. Was soll das denn jetzt werden? Thank you.
müssen wir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Doch, das werde ich. Ich habe gerade keine Zeit. Später vielleicht. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Technik. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jorah denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jorah damit zu tun? Ich habe Jorah damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jorah kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das.
das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Er und sein Eisenclan, die können mich alle mal. Genug. Ich will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. Versteh einer die Frauen. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. Was ist passiert? Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um.
Immer dieser Technikkram. Dieser Technikkram. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du da erzählst. Such jemand anderen zum Reden. Ich komme von Cinder. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal. Was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammer-Clan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen, auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen.
Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Sinder braucht eure Hilfe. Der Hammer-Clan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisen-Clans. Die Männer des Eisen-Clans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisen-Clan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Wie komme ich an der Schlundwache vorbei? Du meinst Argor? Sei kreativ, denk dir was aus. Spring von oben hinein, finde einen Weg außen herum oder locke ihn weg. Das kriegst du schon hin. Lass den Unfug. Davon will ich gar nichts wissen.
verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich. Auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch!